In der weißen Hose der amtierende Weltmeister Ricardo Lopez aus Mexiko. Sein Herausforderer aus Südafrika, Morgan Nindumo. Klarer Favorit in seiner 17. Titelverteidigung, Ricardo Lopez. Mit dem WM-Debüt der Mann aus Südafrika. Nindumo, Rechtsausleger. Das könnten vielleicht Probleme für Lopez sein, aber er ist sehr erfahren. Nicht der erste Rechtsausleger, auch nicht der erste in einem WM-Kampf, den er zu boxen hat. Ein großartiger Stilist, der Mann aus Mexiko, schnell, beweglich, sucht nach der Lücke beim Gegner. Gute Aktion von Ricardo Lopez. Schulmäßiges Boxen. Kaum Aktionen in dieser Eröffnungsrunde. Vom Herausforderer hat sehr wenig gemacht. Kim, ich denke, eine klare Runde für den Weltmeister, oder? Ja, auf jeden Fall. Er war ganz klar der aktive Mann. Hat gleichzeitig auch einen klaren Treffer gebracht. Und demzufolge ist er auf jeden Fall so eine Richtlinie. Hier die Ecke von Ricardo Lopez mit Cheftrainer Nacho Beristain. Selbst ein bekanntes Gym in Mexico City und natürlich trainiert da dieser Mann. Serenito, camínale para los dos lados. Dritter Mann im Ring, Jay Nady hier aus Las Vegas in seinem 28. WM-Kampf als Ringrichter. WBC-Weltmeister im Mini-Fliegengewicht und damit zurzeit der am längsten regierende Weltmeister aller Verbände. Okay.
Kim, ich denke, hier kann man für wahr von schulmäßigen Boxen sprechen, oder? Es ist absolut erstklassig, sowohl technisch gesehen als auch von der Wart her. Dass Lopez eine absolute Schlagkraft besitzt, man kann das wirklich nachvollziehen, wie schlagkräftig ist, alleine schon am Klang, den die Einschläge bringt, sozusagen. Sehr erstaunlich, vor allem für die Gewichtsklasse halt eben, wie hart der Schlag. Meiner Meinung nach wird der Kampf auch nicht über die Runden gehen, wenn der Kampfverlauf weiterhin so vonstatten geht. Der klar dominierende Mann, der Weltmeister aus Mexico City. Ende der Runde 2. Kim, denke wieder eine Runde, die man klar dem Weltmeister geben kann. Die ist absolut klar für Lopez. Wobei man auch sagen muss, dass Dumas schon stark angeschlagen ist. Er hat sowohl Nasenbluten, als er eben auch wie er gerade in die Ecke reingegangen ist. Er war also schon leicht benommen. Und wenn der Kampf so weitergeht, denke ich schon, dass es nicht mehr so lange dauern wird. Im Vordergrund ein sehr, sehr bekannter Mann. Als Co-Trainer in der Ecke von Insumo. Das ist Eddie Fatsch, 84 Jahre alt. Er hat schon ganz große Leute betreut, vor allem im Schwergewicht. Joe Frazier, Ken Norton, Riddick Bowe, von dem hat er sich vor kurzem getrennt, Michael Spinks und Larry Holmes. Runde 3, WBC-WM im Mini-Fliegengewicht der Gewichtsklasse bis 47,6 Kilogramm. In der weißen Hose noch einmal zur Orientierung der Weltmeister Ricardo Lopez aus Mexico City. Der Herausforderer aus Südafrika, Morgan Ndumo. Bisher überhaupt keine Probleme für Ricardo Lopez. Auch die Rechtsauslage für ihn nichts Besonderes. Im Training hat er das immer wieder mit diversen Sparringspartnern geübt, ist das durchgegangen. Und in diversen Interviews hat er gesagt, dieser Kampf wird sicherlich nicht über die Distanz gehen. Das hattest du ja auch schon angedeutet, Kim. Sieht auch momentan ganz danach aus. Es sieht ganz danach aus und gleichzeitig ist Lopez auch kaum zu treffen. Also seine Defense-Arbeit ist erstklassig. Das heißt, dass er sowohl eine gute Deckung vorweist, als halt eben auch sich einfach dem Mann gar nicht zu stellen, in dem Moment, wenn er angreift. Das ist hervorragendes Boxen, was man hier sieht. Absolut schulmäßig, schnell auf den Beinen, gute Defensive, die Deckung geschlossen, akkurater, schneller, gerader Jab. Kombination, selten nur Einzelschläge. Ein kompletter Boxer. Variiert auch sehr schön, mal zum Körper, mal zum Kopf. Versucht dadurch natürlich mit diesen Körpertreffern die Deckung von Ndumo nach unten zu ziehen, den Weg zum Kopf freizumachen. Ja, man sieht ja sehr schön, dass Ndumo ihn gar nicht trifft. Er kriegt ihn nicht gestellt. Jedes Mal, wenn
Dumo eine Kombination bringen will, ist Lopez weg und setzt dann, wie jetzt gerade eben, halt eben mit sehr klaren und harten Treffern nach. Da war schon Schlagwirkung zu sehen bei Ndumo. Versucht zwar jetzt am Ende noch was, der Herausforderer, aber wieder eine klare Runde für den Weltmeister, für Ricardo Lopez. Noch ein Wort zu den Börsen. $50,000 erhält Lopez, $15,000 Ndumo. Für solche Summen, da würde Mike Tyson wohl nicht mal eine Autogrammstunde geben. Pero sin confiarse, 29 Jahre alt, 1,68 groß, Ricardo Lopez. Por eso anda todo apoyado en sus pies. Échame un poquito más de casa, la boca. Cierra la boca. Erst zum Körper die rechte, dann nach oben und noch einmal eine rechte zum Kopf. Variable Arbeit, ein Mann, der jeden Schlag kann. Ricardo Lopez. Und die Handschrift von Lopez schon deutlich im Gesicht von Ndumo abzulesen. Runde 4. Deutlich sehen, dass die Zeichnung bei Ndumo immer deutlicher wird. Das Nasenbluten tritt wieder auf und sein Auge, vor allen Dingen sein linkes Auge, schwillt immer weiter an. Also, wenn das so weitergeht, dann wird er nicht mehr lange durchstehen, denke ich mal. Dann muss der Kampf sogar abgebrochen werden. Geht selber überhaupt kein Risiko ein, Ricardo Lopez. Geschlossene Deckung. Erneut die rechte Hand auf der Außenbahn. Eine alte Boxweisheit, ja Kim, dass man als Normalausleger einen Rechtsausleger vornehmlich mit der rechten zu boxen hat. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite darf man die Führhand auf keinen Fall vernachlässigen. Also man muss beides bringen. Mit der ganz rechten klar. Halt eben als erste Hand oftmals kommen und den Gegner halt eben abstoppen, aber die Führhand trotzdem weiter nicht vernachlässigen. Wenn man so will, ist das heute sogar die Nacht der Rechtsausleger. In diesem Kampf ein Rechtsausleger und auch in den beiden folgenden Schwergewichtsweltmeisterschaften. Mit Moura und auch mit Zolkin Rechtsausleger. Nur der Hauptkampf zwischen Tyson
und Holyfield. Ein Duell der Normalausleger. Step back, that's when he hits you with that hook. Okay. Keep your hands close, tight, okay? So the jabs don't come in. Keep them real close inside. Ja, man kann an Dumus Gesicht schon ganz klar sehen, dass er wirklich Probleme hat. Ich denke, er nimmt das gar nicht mehr so richtig alles wahr, was ihm gesagt wird. Gleichzeitig auch seine Erschöpfung und auch seine fortlaufende Entmutigung. Man kann ihm das wirklich in den Augen ansehen. Er ist direkt hier vor uns. Und für mich ist er gerade dabei, den Kampf auch aufzugeben. Es ist Eddie Fatsch hat ihm gerade hier gesagt, er sollte mehr in den Infight gehen, aber ich glaube, das ist leichter gesagt als getan, gegen Lopez in den Infight zu kommen. Ja, er hat in keiner Weise eine Chance. Also das Problem ist halt eben, entweder Lopez ist weg und stellt sich diesem Infight nicht und bringt danach eine sehr gute Aktion. Oder aber ansonsten schlägt er selber mit und bestraft ihn sozusagen dafür noch, dass er in den Infight geht. Auszeit. Ja. Dumo hat den Mundschutz verloren. Bring your water and wash it. Das kann schon durchaus ein Zeichen von Schwäche sein. Hier sieht man auch die Schwellung, Kim, unter dem linken Auge von den Dumo, die du schon angesprochen hattest. Sieht nicht gut aus für den Jungen, da gibt es keinen Zweifel. Nein. Lopez durchschlägt auch immer wieder die Deckung. Bereitet sehr gut mit der Führhand vor, dann die Rechte, wie hier auf der Außenbahn, zum Kopf, jedes Mal ein Treffer. Was auch erstaunlich ist, ist, wie klar Lopez auch trifft. Das sieht man daran, dass Dumo eigentlich eine relativ geschlossene Deckung hat, auch im Vorwärtsgang, aber trotzdem jedes Mal halt eben die Hände von Lopez nehmen muss, obwohl er eine relativ gute Deckung hat. Das heißt also, dass Lopez ausgezeichnet im Timing ist und halt eben weiß, Treffer zu setzen. Hier wieder die Doppeldeckung durchschlagen. Auch eine sehr starke Schwellung schon unter dem anderen Auge jetzt bei Ndumo. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch in der nächsten Rundenpause der Ringarzt hier vielleicht sich die Sache mal etwas genauer anschaut und den Kampf abbricht. Das ist durchaus möglich und meiner Meinung nach ist es eigentlich auch sinnvoll, das in Erwägung zu ziehen, da Ndumo keinerlei Chancen hat und hier eigentlich eine Bestrafung ausgesetzt ist. Wieder ein schöner Aufwärtshaken gewesen, der sehr schön im Ziel war. Wieder im Konter eine schwere Rechte von Lopez. Dumo hat überhaupt nichts entgegenzusetzen. Obwohl man sagen muss, dass Dumo sehr zäh ist. Also wenn man denkt, was er schon alles genommen hat und trotzdem weiter versucht zu kämpfen und an dem Rand zu gehen und zurückzuarbeiten, das ist schon bewundernswert. Ja, das sieht übel aus. Die Schwellung unter diesem Auge, das Auge fast geschlossen. Und wenn es ganz geschlossen ist, dann muss der Kampf abgebrochen werden, denn dann kann man die ganzen Schläge, die auf der Seite kommen, definitiv nicht mehr sehen. Ja, und das ist gerade in solch einer Situation, wo auch der Mann absolut chancenlos ist, absolut sinnvoll und nachvollziehbar. Oh, you're right. Thank you. That's it. Hands up, close and tight now.
Und der Arzt guckt anscheinend gerade, ist wohl ein Timeout, den der Ringrichter gerade angeordnet hat, da der Doktor sich das Auge angucken will und die Verletzungen, die bei Ndumo sind. Im Sinne der Gesundheit Ndumos kann man eigentlich nur hoffen und wünschen, dass dieser Kampf jetzt abgebrochen wird. Das Ganze eher ein sehr, sehr einseitiges Duell. Ja, man kann sagen, nicht nur geworden, sondern es war es eigentlich von Beginn an. Und wenn ich ehrlich bin, also es sieht auch nicht gut aus. Also, wie schon gesagt, er sitzt ja eigentlich direkt vor uns in der Ecke. Und er lag gerade schon halb in der Ecke. Das wäre also eigentlich ein Verbrechen, den Kampf weiter fortzusetzen. Und der Ringrichter scheint wohl den Kampf abbrechen zu wollen. Nein. Nein, gibt den Kampf leider noch mal frei, muss man sagen. Unverständlich für mich. Was soll das? Aus meiner Sicht auch. Ich glaube, man kann gerade bei Ndumo sagen, dieser Mann hat nicht mal mehr die berühmte Puncher's Chance, wie die Amerikaner sagen. Die Chance des Glückstreffers. Zehn Siege hat er nur auf seinem Konto. Ndumo. 4 K.O.-Erfolge, also der ganz große Puncher ist er auch nicht. 2 Punktniederlagen, ein Unentschieden. Und das war's. Ja, den Kampf hätte man nicht mehr freigeben müssen. Da hätte man auch schon in der Rundenpause zuvor abbrechen können. Und das ist auch was der Arzt an sich auch verlangt hat, gerade eben in der Pause. Und umso erstaunlicher ist es, dass der Ringrichter den Kampf wieder freigegeben hat. Ich denke wirklich, dass wenn der Arzt dann von sich aus sagt, dass der Kampf abgebrochen werden sollte, dann auch dieser Kampf auch beendet sein muss normalerweise. Weil es ist halt eben eine Gesundheitsfrage. Und da sollte auch niemand mehr drüber gehen können, wenn ein zuständiger Ringarzt sagt, dass es zu gefährlich ist und keinen Sinn mehr hat. Sollte man sich normalerweise nach dem Ringarzt richten? Aber die Regel lautet bei allen großen Weltboxverbänden, auch hier bei der WBC, die letztendliche Entscheidung liegt immer beim Ringrichter. Warum der sich in diesem Falle über den Wunsch des Ringarztes hinweggesetzt hat, das bleibt sein Geheimnis. Chancenlos in Ndumo, Haken, Serien, jeder Schlag ein Treffer. Und hier das Urteil. The winner by way of technical knockout successful in his 17th world title defense. He is still undefeated and still the WBC strongweight champion of the world, Ricardo Finito Lopez. Er hat seinem Spitznamen Finito wieder einmal alle Ehre gemacht. WBC 世界ストロー級タイトルマッチ、リカルド・ロペス対パク・ミュンスプの一戦です。Ladies and gentlemen, we welcome you to the Fantasy Springs Casino here on the reservation of the Cabazon Band of Mission Indians for the featured attraction of the evening, brought to you by Don King Productions and Budweiser, the undisputed, undefeated King of Beers. This bout coming away is sanctioned by the World Boxing Council, the President Jose Suleiman supervising.